Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier am Arsch. Wir werden den Traktor jetzt mal reparieren und ja, die Wartung durchführen. Ich wollte mal allen danken fürs Reinschauen, fürs Liken und auch abonnieren. Begrüße auch den einen oder anderen neuen Zuschauer, der jetzt zu mir gefunden hat. Auch mich freut. So langsam aber sicher geht's vorwärts. Ne? Ich versuche mir noch zu verbessern in ein oder anderen Sachen. Immer etwas zu verbessern. Auch hier im Spiel oder in der Art der Verarbeitung oder ja, Beton- und Bildqualität, sagen wir mal so. Wenn irgendjemand was auffällt, was besser sein könnte und besser gemacht sein kann, dann bitte kurz reinschreiben in die Kommentare, dafür ist es da. Es ist immer gerne gesehen, wenn Kritik kommt oder Ratschläge, Anregungen. Wünsche sind natürlich auch gerne gesehen, ne? Versuche ich zu erfüllen, wenn es machbar ist. Ne? So ist das. So wieder sauber, ne? Aber voll machen wir mal nicht. Boah, das kostet jetzt Geld und das ist. Vielleicht können wir auch noch ein Dings bauen hier für Saatgut, ne? Mal sehen, ne? So. Ich switch schon mal jetzt mal durch. Was wir noch alles so haben, stehen haben. Ah, das ist klar. C. Gut. Später. Das ist Lexikon. Das ist der andere, der sauber ist. Der ist auch sauber. Strom. Das ist der. Ach so, ist der. Chiptuning. Den fahren wir auch zurück. Chiptuning. Das ist uns unser John Deere. Mit dem blauen Licht. Kann auch am Licht liegen, also ja, ist blau. Tor geht immer Licht, ne? Finden wir mal zurück. Unsere Ladebahn für Gras. Stroh und Heu. Müssen wir sehen, dass wir wieder Heu machen müssen dieses Jahr. Aber wir haben günstig, ne? 1 und 2 und die 14. 15 ist ja Wiese. Bald ein bisschen wenig. Die andere Wiese lasse ich noch. Heu brauchen wir dann viel, ne? Wollen wir mal reparieren. Das ist dringend notwendig. Beide machen wir Mist. Ist doch gar nicht. So, dann hier mal volltacken. Das ist ja ein starker Traktor, ne? Also der ist ja richtig mit Leistung verbunden, ne? Also 600 PS oder so, ne? Ist schon was. Also für Flügen und so, fürs Gruppe ideal, ne? So, jetzt kriegt er hier entsprechende Temperatur und eine Wäsche. So, repariert. Ja, waschen. Waschen. Was waschen vergessen. So. Wir machen sauber. Oh, Lack hat schon schön schon angenommen, ne? Alles Dreck, oder?
Ach, Dreck. Okay, sauber. Da auch noch ein bisschen. Die Lampen, ne? Licht. Immer richtig. So, unser Ladewagen. Gibt ja noch meinen Mod von Pöttinger, also Ladewagen. Da muss ich mal schauen, was ich da zum Frühling umstelle. Da ich nun da arbeite, ist es ja logisch, dass ich die Möglichkeit die alten Geräte nutze. Ne? Krieg jetzt hier zwar keinen Rabatt deswegen, aber gut. Ne, was macht man hier alles, ne? So, da ist voll, ne? Also ja, das ist ja Eisenfahrer, ne? Ungesund. So, wo stellen wir den besten hin? So, können wir den? Wo können wir den hinstellen? Wo müssen wir Platz schaffen für den Drescher reparieren gleich, ne? Dann können wir dann auch wieder entsprechend umbauen, ne? Ja, nehmen wir den ersten gleich, ne? Ersten Platz. Dann nehmen wir den Drescher raus und das Schneidwerk dafür. So. Überlegen, wir brauchen Gülle, ne? Wo ist der LKW? Ah, der LKW ist da hinten. Beziehungsweise brauchen Gärreste. Dazu müssten wir einen Universaltank haben mit 70.000 Liter. Das ist ein bisschen. Ja, die sind alle so wackelig in die LKWs, ne? Aber Dünger muss sein. Dann können wir auch Dünger verkaufen, ne? Bei Gelegenheit. Ja, wir fahren mit diesem Kleinanhänger durch den Weg, ne? Das ist ja leider das Problem. Und da wir wieder Geld haben, ne, müssen wir wieder einsetzen, ne? Und da verkaufen wir gleich Dünger, mal sehen. Dann wir gleich mal sehen, dass wir da. So, wie sind wir hin angekommen? Fahren wir rauf. Im Hof. Hab ein paar per Mail schon bestellt, ne? Oder? Ja. Schon jemand da? Ich sehe keinen. Aber hier gibt einer. Einkauf, ja, wo ist er? Wo ist er? Und zwar den da. Und zwar Universal Tank. Das ist jetzt ist auch Tank. Ich weiß nicht, was der anders ist, ne? Silo-Kippe ist es anders. Ach, das ist ja die Schreibe, die Schreibweise. So schwarz geschrieben, das ist ganz. Aber die Hauptfarbe müssen wir anders nehmen. Wenn wir allerdings fahren mit Oliv, haben wir schon. Das kommt durcheinander. Müssen wir umlackieren, das geht ja auch. John Deere, Fendt, Fendt Classic. Navy. Zu dunkel, ne? LKW, ne? Metallic haben wir nicht, ne? Ah, das passt. Breitreifen. Wir kaufen den mal. Zurück. Den wollte ich einen für Mist haben. Aber Mist haben wir eigentlich doch. Wäre ein großer nicht schlecht, ne? 46.000. Das ist der Krampel-Mod hier, ne? Also das sind die LKWs, die ich hatte oder habe. Der kann bis zu 100.000. Das ist ein bisschen. Ja. Brauchen wir nicht so viel kaufen, ne?
So, gehen wir zurück. Das ist ja bekannt, ne? Also hier die Gutsherren, ne? Und die Kanalmitglieder. Ja, etliche bei, die den Modder unterstützen. Ganz fleißig. Finde ich okay. Ich mache es auch. Und das sind die ganz neuen. Wer es kann, soll es tun und dann ist gut. Wer es nicht kann, der macht es halt nicht, ne? Das ist ja keine Frage. Das ist ja alles freiwillig. Aber wie gesagt, Modder haben machen was mehr Arbeit als weil das ist alles in ihrer Freizeit, ne? Und was wären wir ohne die schönen Karten, die sie alle herstellen? Ne? Jeder hat seinen Geschmack, das ist okay. Der eine mag mehr das, der andere mehr das. Ist alles in Ordnung. Ich persönlich bin auf große Karten. Also spiele ich ganz gerne. Und was mir jetzt so ganz kurz einfallen denken könnte, Mensch, wenn ich jetzt hier die Marsch und die Thüringenkarte zusammenlegen würde, so 16-fach, ne? Das wäre doch, aber es ist aber wiederum, ja, im Grunde ja mal schade, weil im Prinzip hier schon viel erreicht und ein Umzug in dem Sinne möchte man in dem mal nicht machen, ne? Weil eine 16-fach ist doch heftig, heftig, kann man sagen, ne? Also man kann zwar einen riesen Gruppe kaufen, einen riesen Flug, und man kann auch alles kaufen dafür, dass man das arbeiten und schaffen kann. Aber das Problem ist ja dabei, man heißt stundenlang die gleiche Arbeit, ne? Und das ist irgendwie dann auf Dauer zu eintönig, ne? Deswegen ist eine 6, eine Vierfachkarte also optimal, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt, ne? Wir machen Deckel auf und dann müsst eigentlich jetzt, ja. Also klar, Silo ist für Mehl und so ein Zeug, ne? und das ist halt für, ja, für Flüssigkeit, ne? Die Lage läuft noch, das ist gut. Haben wir keinen Anhänger? Ich hatte mal einen LKW gehabt mit, mal ganz kurz gucken. So. Haben wir da nicht sowas wie Anhänger, LKW, wo wir direkt Tierhaltung. Tankaufbau, also der kann fassen 25.000 Liter. Das heißt, rein theoretisch könnte man so einen kaufen und einen Dolly anhängen und dann haben wir entsprechend ein bisschen mehr. Man könnte aber natürlich auch einen großen Traktor nehmen und anderweitig einsetzen, also im Prinzip mit zwei Hänger fahren, ne? Das würde auch gehen, ne? Einen großen Traktor, einen kräftigen, ne? Der da ziehen könnte. Hier sowas zum Beispiel, der kann locker da ziehen, ne? Das war nur 40 km/h. Oder hier ein Fendt. Sie könnten da sicherlich alles machen, ne? Aber gut, er reicht das eine. Wir müssen Geld sparen für unsere Malzfabrik. Da haben wir dann auch noch einen Krieg heute. Wer wo gelacht, kriegen wir. So. Und jetzt verkaufen wir einmal Dünger. Das Geld verdient werden für den Anhänger hier, ne? So. Das ist mal ein. Kurs einfahren mit Kursblick. Müssen wir nächsten Mal.
Bremse, Bremse. Dann denken, ne? Dass wir dann nebenbei einmal die Runde fahren, ne? Ist an sich kein Problem, wenn man das sowieso fahren muss und dann ist das erledigt, ne? Der muss ich nur entsprechend das Abkippsymbol aktivieren, dass er auch abkippt. Und ich müsste auch wieder mal Crossplay aktualisieren. Fahre ich hier mal rein. Immer so frei. So. Der Zettel ist immer noch da, wo er liegt. Wo ich mal hingestellt habe. So. Gärreste. Mist liegt schon genug da, beziehungsweise Dünger ist voll, mehr geht nicht rein. Dann müssen wir gleich mal einmal wegfahren. Das geht ja nicht, ne? Das heißt, den blauen Anhänger, 150.000. Dann kriegen wir genau die 150.000 auch weg. Bestimmt fahren wir dann zum Hafen. Garantiert. So. Dann haben wir unsere Gülle, unsere Gärreste, klein Vermögen gemacht, ne? Nächstes Mal werden wir gleich die Gülle verkaufen bei der BGH. So, jetzt gibt mal Dünger. Dünger könnte man auch im Lager bringen, ne, zum Not, ne? Machen wir hinten dran. Muss man alle ein bisschen planieren. Was ich noch machen muss, ist vor allen Dingen Saatgutherstellung machen. Also, das wäre zum Frühjahr nicht schlecht. Bisschen. Dann können wir ja Trikale nehmen, ne? Muss ich mal ganz kurz gucken, wo was zu verkaufen gibt. Dünger, Kompost, haben wir nicht. Bierkasten, 1009. Bier, fast auch 1009. Aldi. So, liebe Zuschauer, das jetzt machen wir keine Überlänge. Das war's für die Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Ja. Wenn es euch Spaß gemacht hat, kurzer Kommentar, kleiner Like. Wer es macht, ist gut. Wer es nicht macht, ist auch gut. Bin nicht so tragisch. Ich denke auch nicht mehr dran. Aber schön wär's. Ja, dann sagt mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Und nochmal danke fürs Reinschauen. Wer diese Anregung hat, Tipps, Ratschläge, immer rein damit. Dafür ist es da. In die Kommentare reinschreiben. Und gut ist, ne? Tschüss.